Zolti hier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Ein bisschen besser. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es im Intro gesehen, heute wieder mit einer Testfahrt. In diesem Video werde ich auch zum ersten Mal live sprechen. Das heißt, ich habe meine GoPro mit dem Senna verbunden. Es wird auf jeden Fall anders kommen, als ihr es erwarten werdet. Und das Zweite ist, ich werde begleitet von Domme. Und das gibt so zwei Meinungen, ein Bike. Ich bin gespannt auf eure Reaktion. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Bevor wir starten, ein herzliches Dankeschön an Bechli Motorcycles in Dietikon. Wenn ihr die Speed Triple 1200 RS Probe fahren wollt, kommt hier vorbei oder ruft an. Bechli hat neben Triumph auch die Marke BMW und Harley Davidson im Programm. Jo, dann würde ich doch sagen, ja, starten wir! So, ich starte mal. Ja, mach das. Ich starte mal mit der Triumph Speed Triple 1200 RS, wurde mir mehrfach empfohlen. Jetzt werde ich sie mal fahren, endlich. Ja, Sitzposition, also top bequem, Freunde. Richtig, richtig gut, fühle mich gut, guter Knieschluss. Die BMW ist da wesentlich sportlicher, muss ich sagen. Lecker, nicht so breit wie bei der M1000R. Angenehm. Ja, viel Plastik, was ich hier so sehe. Und meine Tankanzeige ist dann. Ja, müssen wir mal schauen. Genau, also gut verarbeitet, auf jeden Fall. Quickshifter, problemlos jetzt gerade. Ja, das war das erste Mal live auf dem Bike. Ja, Freunde, wahnsinnig neue Erfahrung. Das muss ich richtig üben. Also ich stelle jetzt auch wieder um. Ihr werdet mich immer wieder mal sprechen hören. Aber auch das Abmixen dann, weil das Ganze wurde bei Domme dann auch mit aufgenommen. Und das dann in die Spur zu bringen. Wie gesagt, wir haben auch durcheinander gesprochen. Das ist ein ja, ganz schwieriges Unterfangen. Ich muss das nochmals über die Bücher gehen, wie ich das zu zweit machen kann. Auch, ich sag mal, die ganzen Fahrzeugdaten, all das, was man mitteilen möchte, das war alles weg in dem Moment, wo ich auf das Bike gesessen bin. Drum, damit ich dieser Testfahrt gerecht werde, werde ich jetzt hier wieder im Nachhinein drauf sprechen, so dass ihr auch alle Informationen zur Maschine bekommt, weil ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert von dieser Triumph Speed Triple 1200 RS. Alle, die mich darauf hingewiesen haben, ihr habt absolut recht, ein Traum, Dreizylinder, unglaublich kräftig und, das kommt jetzt alles noch. Also, zum Zweiten, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß.
ja, die Maschine macht fast so ein bisschen einen tierlichen Eindruck. Ihr könnt es hier sehr schön auf den Bildern erkennen. So eine schlanke Taille macht diese Maschine total wendig, agil. Man spürt hier nichts vom Gewicht. Man macht richtig, richtig Laune und Spaß. Hat auch so einen bassigen, schönen Klang, die Maschine. Nee, das macht richtig, richtig Laune. Ich bin begeistert hier von diesem Dreizylinder. Ja, kommen wir zu den Maschinendaten. Die Speed Triple wird von einem Reihen Dreizylinder Viertaktmotor angetrieben, hat einen Hubraum von 1160 Kubik, leistet 180 PS bei 10.750 Umdrehungen, hat ein maximales Drehmoment von 125 Newtonmeter bei 9.000 Umdrehungen. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, richtig ansprechender Motor im richtigen Drehzahlband, geht die richtig nach vorne. Man spürt die Kraft des Motores, macht also bändigen Spaß mit dieser Leichtigkeit, wie man sie bewegen kann. Also ich bin total Fan von diesem Dreizylinder, muss ich sagen. Ja, gut gemacht, Triumph, definitiv gut gemacht. Auch das Fahrwerk, Top-Wahl, hier ist ein Öhlins verbaut. Vorne kann man die Druckstufe, Federvorspannung und Zugstufe anpassen. Hinten ein Monofederbein, ja, auch auf Druckstufe, Federvorspannung und Zugstufe einstellbar. Macht einen stabilen Eindruck, passt hier wunderbar zur Maschine. Die Schläge und Vibrationen werden hier schön absorbiert. Nee, wirklich, ich muss sagen, gefällt mir außerordentlich gut, auch das Fahrwerk. Starker Motor, gutes Fahrwerk, jetzt bin ich auf die Bremsen gespannt. Nichts gespannt, auch hier hat Triumph alles richtig gemacht. Hier sind Brembo Stilema verbaut, also die wirklich Top-Performance-Bremsen von Brembo. Vorne mit Doppelscheibe 320 mm, hinten eine einzelne Scheibe mit 220 mm. Freunde, ihr wisst es, alle, die mich auf meinem Kanal verfolgen, ich bin großer Fan von Brembo. Ich hatte auf diversen Maschinen auch die Stilema verbaut. Ich finde, die sind absolut top, packen richtig gut zu, haben einen unglaublich feinen Druckpunkt. Nee, alles gut. Gibt dir hier die nötige Sicherheit, mit diesen 180 PS auch zum Stehen zu kommen. Tipptopp, alles richtig gemacht. Ja, auch das Elektronikpaket Ausstattung lässt sich sehen. Hier ist ein optimiertes Kurven-ABS und optimiertes abschaltbares Kurventraktionskontrolle mit dabei, mit IMU, hat eine Wheelie-Kontrolle, hat Tempomat, 5 Fahrmodi, Regenstraßen, Sport, Rennstrecke und dann noch ein individuell konfigurierbares, ein gut ablesbares 5 Zoll TFT-Display, Anti-Hopping-Kupplung, Voll-LED-Beleuchtung inklusive Blinker, die automatisch zurückgestellt werden können. Ja, alles mit dabei, was man so braucht zum Fahren. Ausstattung aus meiner Sicht, ja, was es halt braucht. Die Maschine kostet rund 22.000 Schweizer Franken, alles mit dabei. Jo, wir machen hier kurz noch ein paar Bilder und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und da werde ich dann Domme dann auch wieder dazu nehmen. Dann sollte das mit dem Ton kein Problem sein. Jo! So, das war jetzt die Probefahrt mit Domme und mir, mit der Triumph Speed Triple 1200 RS. Und wir kommen zu unserem persönlichen Fazit und ich würde sagen, ich übergebe mal dem Domme. Ja, also die RS kann man richtig gut vergleichen mit der S1000R und der M1000R. Fahrcharakter unglaublich leicht, schlank, man sitzt sehr bequem. Ich habe an dem Motorrad eigentlich praktisch nichts auszusetzen.
Worüber man ein bisschen diskutieren kann, ist auf jeden Fall Geschmackssache, ist das der Tacho. Das ist, ist kein Geheimnis, kann einfach BMW besser. Und Design, also ich finde, ist jetzt mein Geschmack, ja, nicht falsch verstehen, ab dem Punkt nach hinten geil. Ich bin einfach nicht der Freund von dieser Lichtmaske, aber das ist wie gesagt Geschmackssache. Ich kann es verstehen, wenn man das auch toll findet. Ja, das ist mein Fazit zu dieser Karre. Ich würde sie, würde ich heute überlegen, S, M oder die RS zu kaufen. Schwierige Antwort, wirklich schwierige Antwort. Gut, ja, mein Fazit. Ja, es ist ein Motorrad, wo man sich wirklich sofort zu Hause fühlt. Man sitzt drauf, hat eine wirklich super bequeme Sitzpolster, haben sie wirklich super gut gemacht. Also man hat nach vorne Platz, man kann nach hinten rutschen, man hat ein gutes Sitzpolster, angenehmer Knieschluss habe ich gefunden. Der Motor, also im richtigen Gang, mit richtigen Tourenzahlen, reißt er richtig an, finde ich. Also geht nach vorne, marschiert wirklich nach vorne, hat so einen bossigen Klang, finde ich. Genau, Bremsen haben super funktioniert, aber kein Wunder mit Brembos Dilema. Das sind absolute Top-Bremsen. Elektronik habe ich gar nichts ausprobiert, ich habe nichts verstellt. Wir haben sie im Sportmodus bewegt, also die vollen, wie viel PS auch immer, werde ich euch noch nachreichen. Ja, Display bin ich bei Domme, ist auch nicht unbedingt meins, aber hey, das ist sowas von egal, weil Ganganzeige, Geschwindigkeit, Tourenzähler, super ablesbar, aber wie gesagt, nicht meins. Vom Design her, mir gefällt sie von vorne bis hinten, weil ich mittlerweile diese Maske, ich habe ein paar Freunde, die Maschine fahren, dieses Bienchen-Look, die gehört zu Triumph, passt auch zu Triumph, muss ich sagen, gefällt mir gut. Dieser hohe Tank, der breite Tank, passt auch hervorragend. Ja, ich würde sie definitiv auch in die Garage stellen, nur schon wegen dem Dreizylinder. Ich glaube, wenn man es sich leisten kann und mehrere Fahrzeuge haben möchte, gehört die dazu. Jo, cooles Motorrad. Ich werde euch alles noch nachreichen an Daten, damit ihr auch ein bisschen wisst, ja, was da Sache ist. So, ich bin wieder zurück auf meiner BMW M1000R. Ja, ihr habt es gemerkt, ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. Ich wollte es aber trotzdem zeigen. Genau, Hut ab an alle YouTuber, die hier wirklich in einem Guss hier die ganzen Daten raus sprechen können. Ich muss mich da wesentlich besser vorbereiten. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie abgelenkt ich dann dabei bin. Oder vielleicht ist das Übungssache. Wie gesagt, ich überlege mir das, wie ich zukünftig testen werde, ob ich das live bespreche oder dann mit Ruhe im Nachhinein. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ihr konntet das Wesentliche aus des Triumph Speed Triple 1200 RS mitnehmen. Wenn ihr Fragen zur Maschine habt, bitte in die Kommentare. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, ja, bitte lasst ein Abo da. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Tschüss!